Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche in Euro Truck Simulator. Jawohl, herzlich willkommen. Ich grüße euch aus Palermo. Wir werden jetzt erstmal hier zu diesem Ding hier fahren. Dann werden wir zu diesem Ding hier fahren. So sieht das nämlich aus. Gucken wir uns mal das Foto hier an und dann gucken wir uns mal das Fragezeichen an. Ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich eine Arbeitsagentur sein. Und dann gucken wir mal weiter. Wir wollen ja nachher nach Catania runter. Wo geht's denn hier raus? Da hinter uns, okay. Wir wollen ja eigentlich nach Catania. Ja, genau. Wir wollen ja eigentlich nach Catania. Wegen dem. Ihr wisst schon. Vulkan. Ich habe schon wieder vergessen, welcher es ist. Schande über mein Haupt. Schande über mein Haupt. Biege nach rechts ab. Biege nach links ab. Ich habe in dem letzten Mal eine meiner eigenen. Biege nach rechts ab. Ja. Oh Gott. Demnächst links abbiegen. Eine meiner eigenen Folgen angeguckt. Das war schon interessant. Biege nach links ab. Also, ich bin gewundert über die Qualität meines Videos. Naja, so. Jetzt fahren wir erstmal, ohne wir haben hier 30. Jetzt fahren wir erstmal zum Foto. Das ist wirklich sehr langsam hier, 30. Aber das hatte ich ja schon beim Reinfahren gesagt, ne, die Menschen in Palermo haben da offensichtlich eine gute Politik gemacht. Einfach mal schön Geschwindigkeitsbegrenzung reingehauen. Finde ich gut. Würde ich mir auch in Köln wünschen. An einigen Stellen und an einigen Stellen Dezibelbeschränkungen mit Dezibelmessern. Und ich finde, man könnte das doch alles viel organisierter gestalten, oder? Jetzt mal ernsthaft. Man kann doch heute mit der KI alles scannen und alles sozusagen direkt digital erfassen. Ein bisschen wie bei dem Mautsystem, dass man eigentlich nur noch das Kennzeichen scannt und dann einfach direkt abbucht. Und so finde ich, könnte man das tatsächlich auch mit den Dezibel-Sachen machen. Na, wenn jemand zu laut ist im Dezibel-Bereich, direkt von der Fahrbahn nehmen. So, hier muss jetzt irgendwo der Fotopunkt sein. Ist der hier vielleicht rechts neben mir? Nö. Aber wo ist denn hier der Fotopunkt? Ja, ich kenne es nicht. Tut mir leid. Ich muss jetzt mal einen Moment lang hier anhalten. Was denn? Oh. Nee. Ich will das Schild nicht mitnehmen. Das Ding, dass man das fotografieren muss. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Na gut, ich verstehe es nicht. Also irgendwie muss ich das doch fotografieren können, oder nicht? Oder warte mal, gibt es hier so einen Fotomodus? Ne, das ist die Dings. Okay. Ja gut, ich glaube, wir lassen das. Wir halten ja hier nur den Verkehr auf. Das ist mir schon unangenehm genug. Fahren wir mal hinten zu dem Fragezeichen. Biege nach rechts ab. Gut, dass wir das nicht noch gemacht haben. Naja gut, machen wir eben keine Fotos. Palermo. Da bekomme ich doch gleich Hunger auf Nudeln. Ich habe mir ein paar Sachen gekauft heute, um Käsespätzle zu... Mac and Cheese zu machen. Ich habe nur dummerweise den Käse vergessen. Biege nach links ab. Jetzt kann ich halt überlegen, ob ich nochmal in die Rewe gehe, um den Käse zu kaufen. Demnächst rechts abbiegen. Das könnte ich eigentlich machen und mir dabei ein schönes Eis noch kaufen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Ich habe gerade irgendwie Bock auf Eis. Ein Renault-Händler entdeckt. Hervorragend. Biege nach rechts ab. Endlich. Wir sind da. Naja, wir sind da ist jetzt relativ, ne? Wir wollten ja sowieso hier hin. Ja, wir könnten uns einen Renault kaufen, aber könnten es auch lassen. So, dann gucken wir nochmal auf die Karte. Dann würde ich doch sagen, fahren wir jetzt hier mal hin. So. Ja, und dann fahren wir hier nach Gedönsrad rein.
Genau, dann sind wir hier in Catania. Dann sollten wir wahrscheinlich hier auch, na, müssen wir mal gucken, ob wir dann nochmal das Ding hier erobern müssen. Fertig zum Losfahren. Ihr wisst schon. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch 6 Stunden Zeit. Ja gut, fahren wir heute ein bisschen ohne Aufträge. Links abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Okay. Immer geradeaus. Helga ist auch wieder am Start. Die Ampel springt gleich eh um auf Rot. Biege nach rechts ab. Bitte. Die Ampeln zwingen mich immer zum Schockbremsen. Ja, das gibt ein Achievement. Ein Stück Nuss hier im Hals. Das ist schon mal gut. Haben wir schon wieder eins mehr auf der Liste. Abgehakt. Das andere mit Pamplona habe ich nicht aus den Augen verloren, aber ich finde so nach der Hälfte der Folgen könnten wir ruhig mal in Richtung Skandinavien uns auf den Weg machen. Weil wir haben ja gesagt, wir gucken mal, dass wir in dieser Staffel mal so Schweden, Norwegen, Finnland und so weiter abfahren. Und wir könnten ja mal den Nick besuchen, der wohnt ja in Finnland. Ne? Der guckt ja auch sehr fleißig meine ganzen Let's Plays. Ja, und wenn ich ihn jetzt hier erwähne, wird er sich freuen und irgendwas Nettes in die Kommentarbox schreiben. Bin ich ganz von überzeugt. Immer geradeaus. Ja, wir haben ja Anfang November. Das heißt, Weihnachten ist in Sichtweite. Habt ihr schon Geschenke für mich gekauft oder macht ihr das noch? Ihr seht ja meine Wunschliste, ne, auf Steam, gar kein Problem, könnt ihr euch ruhig austoben. Ist ja auch demnächst hier. Herbst-Sale und dann ist auch gleich Weihnachts-Sale. Bitte erst zum Weihnachts-Sale dann was schenken, ne? Dankeschön. So. Es war ein Stück 50 und jetzt ist wieder 40. Das ist ja crazy shit hier. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Das ist nett von dir, Helga. Du bist so gut zu mir, das ist sie wohl nicht. Nimm diese Ausfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Okay. Mach ich. Jetzt können wir ein bisschen rollen lassen. Kurz mal einen Frosch im Hals, entschuldigt bitte. Ich glaube, so viel Platz ist hier gar nicht. Oh, man kann doch schon mal 200 Kilometer fahren, sehe ich gerade hier auf der Insel. Ja, man könnte natürlich auch mal wieder überlegen, back to the roots, zurück nach Deutschland. Nee. Und dann nochmal ein paar Städte abfahren. Ich möchte in dieser Season auf jeden Fall noch die vierte Garage haben und ich möchte die am liebsten auch noch komplett ausfüllen. Das sollte meiner Meinung nach gehen. Wir müssen halt nur mal ein paar größere Aufträge fahren. Das würde ich halt nach Skandinavien wirklich mal versuchen. Größere Aufträge mit so mehr als 23.000 Euro und so. Ja. Schon halt ein bisschen mehr verdienen wollen pro Fahrt. Vielleicht werden die Fahrten dann länger. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Vielleicht können wir da nicht so viele machen, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber... Nimm die Ausfahrt rechts. Mal gucken. Das wäre schon so eine Idee, halt mal ein bisschen mehr Kohle Run zu schaffen. Ist schon schön hier, oder? Wir gucken mal nach draußen. Jetzt fahren wir nach Catania, weil es da eben einen Vulkan gibt.
Und tatsächlich gibt es ja in Neapel auch noch einen Vulkan. Und wir waren ja dann, wenn wir jetzt gleich hier vorbeikommen, an beiden. Interessant, dass Italien zwei Vulkane hat, oder? Ich kenne mich tatsächlich dann nicht so richtig aus, wie das mit dieser Kontinentalplattenverschiebung ist. Dadurch entstehen die ja, glaube ich, irgendwie. Tatsächlich weiß ich nicht, wo da die Platte genau aufhört und anfängt. Ob das dann mit Afrika zu tun hat, ob Afrika ist sicherlich vielleicht eine Platte, Europa ist dann die nächste Platte oder irgendwie so. Eigentlich eine spannende Sache, oder? Müsste man nochmal einen Erdkundelehrer fragen. Vielleicht weiß es auch jemand von euch, kann ja auch sein. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob wir vielleicht Weihnachten nochmal ein Multiplayer-Event machen. Da bin ich gerade noch unentschlossen. Eigentlich haben wir Zeit. Andererseits hätte ich auch, ja, dann Zeit für noch was anderes Schickes. Ich muss mal drüber nachdenken, mal einen Plan machen. Hier habe ich das gestern habe ich ein Video gesehen zu einem anderen Spiel, Ghost of Tsushima. Und da sagte der Let's Player, ja, ich habe richtig Bock, ich habe aber auch so Aufnahmedruck. Also man hat halt Bock, was aufzunehmen, aber man hat so viel zu tun oder nimmt sich so viel vor, dass man dann so viel Druck empfindet und dann vielleicht sogar zu gar nichts kommt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, tatsächlich. Ja, ich habe halt Red Dead Redemption und jetzt gerade Old World hinter mich gebracht und jetzt noch hier Euro Truck Simulator. Ist halt einiges, ne? Und dann will ich ja noch das andere starten hier oder wieder starten, und zwar War Tales. Einfach ein sehr schönes Spiel und ich finde, ich habe auch ein sehr schönes Let's Play dazu gemacht mit über 30 Folgen. 32 Folgen. Und eigentlich möchte ich das jetzt auch wieder aufnehmen. Ja, und ich habe schon für nach Weihnachten auch schon was Neues im Kopf. Aber da weiß ich noch nicht. Da muss ich auch mal ein bisschen Platz auf der Festplatte schaffen. Und ich muss sowieso auch mal Spiele mal spielen und zu Ende spielen und dann auch mal löschen. Ich habe irgendwie 50 Spiele installiert. Das ist total crazy. Obwohl meine Festplatte nur 1 Terabyte groß ist. Jetzt, wo ich sage, denke ich, vielleicht sollte ich in meinem Urlaub einfach mal meinen Rechner schnappen und in den Laden gehen und mir eine neue Festplatte einbauen lassen. Und ja, die Diskussion hatte ich schon. Ja, das macht bei mir der Laden. Das mache ich nicht selbst. Nein, das mache ich nicht. So, wir checken nochmal ganz kurz. 5 Stunden. Oh, in 5 Stunden sind wir locker. Da, wo ich hin will. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Es sieht hier noch gar nicht nach Vulkan aus, ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Was ist denn das? Ist der Motor gerade abgesoffen? Also ich finde, hier hätte man ruhig noch mal 10 km/h mehr geben können. 40, ich meine, puh. Das ist jetzt aber auch schon besonders, oder? Gar nicht mehr so erinnern, wie viel wir hier in Italien gefahren sind. Gefühlt sind wir nicht so viel gefahren. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen.
und dann auf 40 runterbremsen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, schön ausrollen lassen. Ja, jetzt ist wieder 40, das ist ja crazy. Wie sollen die denn, dann macht man hier eine Vollbremsung oder wie sollen die, wie stellt man sich das vor? Jetzt lass mich nicht hier, ist ja nicht das Stadtgebiet hier, oder? Naja, zumindest sind wir jetzt von der Autobahn runter. Haben die Italiener 40 in den Städten? Nee. 70. Naja, gut, vielleicht nicht. Erster Aufenthalt in Catania. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Gut, machen wir. Nimm diese Ausfahrt. Das war eine schöne Fahrt. So, da gibt es ein paar Fragezeichen. Hier ist Ikea. Sehr interessant. Ist das hier DAF? Auch schön. Nochmal ein Motorhändler. Also Zugmaschinenhändler quasi. So, ein zweites Fragezeichen, da halten wir dann mal an und werden eine neue Route nehmen, um dann irgendwie zu diesem Vulkan zu kommen. Das ist wahrscheinlich hier eine Arbeitsagentur, genau. Dann halten wir mal kurz hier an. So, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir hier lang und dann fahren wir hier auf irgendwie auf die Autobahn. Aber jetzt mal ehrlich, ich weiß noch gerade nicht so ganz genau. Wahrscheinlich ist es das hier, oder? Ja, dann fahren wir hier hin. Ja, ich denke mal, das werden wir jetzt machen. Dann werden wir ja hier, wird wahrscheinlich der Vulkan sein. Ich glaube, hier ist er irgendwie eingezeichnet, oder? Los. Los. Wir werden das schon hinkriegen. So, Robocop konnte keinen Auftrag finden und musste leider ohne Kohle zurückkommen. Das ist bedauerlich. Links abbiegen. Aber es hat uns gekostet und zwar. Biege nach links ab. 1200. Das ist ja mal ordentlich, ne? Mal ganz kurz nach dem Schlafen gucken. 4 Stunden, ja, das schaffen wir locker. Und dann werden wir vielleicht von da sogar nach teleportieren. Dann können wir immer noch schlafen, also. Tja, erstmal fährt Miese gemacht. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, wo ist denn dieser Vulkan, von dem man so viel hört? Also ich sehe nichts. Müsste man das nicht viel besser sehen können? Oh, 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 oh. Hupsi. Hupsi dupsi. Jetzt fahren wir nach Catania rein. Ach so, wartet mal, wir müssen mal. Warte mal, das machen wir mal ganz kurz, sorry. Wir müssen mal ganz kurz gucken, haben wir jetzt hier alle Städte erwischt auf dieser Karte? Ja, ne? Wir haben hier Palermo, da ist nichts mehr mit Stadt. Hier haben wir Messina, hier ist auch keine Stadt mehr. Ja, hervorragend. Okay, das ist ja schön. Das ist ja richtig schön. Das heißt, wir haben den Teil von Italien so gut abgedeckt. Wo ist denn das Auto jetzt hin? Ach, das fährt mal, oh, guck mal, das fährt direkt da unten rechts. Krass, ich sehe das hier in den Spiegeln nicht. Das ist ja crazy shit. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Na gut. Biege nach rechts ab. Oh. Hier schön, guck mal. Die Strömung ist jetzt ein bisschen komisch, aber
Es ist einfach ein schönes Spiel. Ein bisschen schnell mit der Kameraführung heute, aber das Spiel ist einfach wunderschön. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Hier? Biege nach rechts ab. Was genau machen wir denn hier? Warte mal, ich glaube, wir sind hier falsch. Ich glaube, wir haben uns hier verfahren, oder? Wir müssen eigentlich dahin. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Ja, und wenn unmöglich, dann auch. Oh Gott. Demnächst rechts abbiegen. Ungünstig. Biege nach rechts ab. Ist hier eine Ampel? Nee, keine Ampel. Links halten und dann links abbiegen. Naja, einmal verfahren. Biege nach links ab. Oh Gott, Gott, Gott. Okay, alles klar. Huhuhu. Wie oft haben wir uns eigentlich schon verfahren in diesem Let's Play? Seht ihr die rote Ampel da zwischen den Spiegeln? Ein ganz kleines Stück. Der ist aber da hinten auch über Rot gefahren, oder? Du wartest, das ist ja nett von dir. Okay, ich habe dir vielleicht ein bisschen die Vorfahrt genommen, aber... Und wir sind wahrscheinlich Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Auf dem richtigen Weg, weil ja hier die Touristenbusse sich hier durch die Stadt quälen. Nimm diese Ausfahrt. Haben wir mal zuletzt in Barcelona gemacht, ja, in so einen Städterundkurs. Demnächst links Bus. Abbiegen. Das war schon sehr beeindruckend. Ich meine, da wird man halt als Tourist durch die Gegend chauffiert. Alle gucken einem zu. Biege nach links ab. Ich fand, das hat sich gelohnt, tatsächlich. War sehr teuer, ich glaube 60 Euro haben wir bezahlt für zwei Personen. Da konntest du den ganzen Tag hin und her auf zwei verschiedenen Buslinien durch ganz Barcelona. Das hat sich halt schon gelohnt. Das hätten wir halt so nicht an einem Tag abreißen können. Man hätte auch wieder raushüpfen können und in irgendwas reingehen können, irgendein Museum oder sowas. Ja, haben wir nicht gemacht. Aber das ist halt auch so typisch, ne? Da quälen sich die Busse halt wirklich quer durch die Stadt. Das ist crazy shit. Da finde ich es interessant, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Venedig hat ja jetzt eine Stadtgebühr erhoben. Also da muss man halt pro Tag, wenn man dann da durch die Stadt fahren will, eine Gebühr zahlen. Ich glaube, die lag bei 5 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, so wäre das gewesen. Man hat schon darüber nachgedacht, die jetzt nochmal zu erhöhen. Immer geradeaus. Ja, weil die... Was ist denn hier los? Ist da eine Ampel? Oh Gott. Ja, das war vielleicht ganz knapp. Ja, weil die Touristen halt nicht davor zurückschrecken. Und es geht ja immer geradeaus. Mehr dazu, dass Städte oder kleinere Landstriche sagen, ey, wir wollen unsere Stadt zurück. Ja, wir wollen nicht mehr so viel Tourismus. Biege nach rechts ab. Zum Beispiel Mallorca ist ja auch so ein Fall. Kennt ihr wahrscheinlich, habt ihr wahrscheinlich alle gehört, ne? Beschleunige mal nicht so viel, weil... Rechts halten, genau. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich wieder nach Ausfahrt rechts nehmen unterwegs sein müssen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, die Mallorquiner wehren sich halt auch über den Tourismus und ich glaube, da geht es allerdings auch ein bisschen um die Leute. Da ist der Vulkan, guck mal, vor uns direkt.
geht wahrscheinlich um die Leute, die halt auch da eine Finca haben, die dann ihren eigenen Pool haben und mit dem Wasser das viel zu tun. Ja, dass viel bebaut wird und so weiter. Ja, ist dann schon eine spannende Sache. Ja, die Angriff der Fruchtfliege hier. Gut, Köln ist noch nicht so weit. Hui, fahre an den Vulkan Ätna und Vesuv vorbei. Erfordert Italien Erweiterung. Das ist ja hervorragend. Oh, hier hätten wir halten können. Dann halten wir da vorne an der Karte. Sparen wir uns vielleicht einfach auch gleich die Maut, die wir da hinten bezahlen müssten. Und teleportieren uns glücklich und zufrieden. Hier fahren wir rein, genau. Teleportieren uns glücklich und zufrieden woanders hin. Ach, wie schön. So, wir gucken mal ganz kurz nach Pamplona. Ihr wisst schon, noch ein Achievement und so weiter. Von Pamplona nach A Coruña. Wenn wir das jetzt hier finden würden. Ja, leider nicht. Nach Klagenfurt gäbe es eins. Pamplona, Córdoba. Auch blöd. Na gut, aber dann machen wir das doch so. Dann machen wir hier Weltkarte. Schnellreise. Geht das nicht? Ich glaube, das geht. Wien und zwar nach Hamburg. Ne, das geht ja gar nicht. Moment. Navigation, Schnellreise. Ja genau, es geht nur zu bestimmten Punkten. Nach Kiel könnten wir reisen. Hier für 2,7 nach Hamburg oder Rostock. Wollen wir nach Kiel gehen? Ja, oder? Dann haben wir so ein bisschen gespart. Komm. Machen wir. Gucken wir uns nämlich da mal Dänemark an. Neue Route finden. Neue Route finden. Ding, 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 ding. So, schlafen müssen wir jetzt trotzdem. Ja, tatsächlich. Dann gucken wir doch mal nach Aufträgen. Logischerweise von Kiel und zwar irgendwie nach Skandinavia. Stockholm zum Beispiel. Hier 50.000. Für Ikea so ein bisschen was fahren oder ein Boot fahren, auch nicht schlecht. Hier wird es schon ein bisschen dünner. Katowice. Lass mal ganz kurz nochmal gucken, ob das jetzt hier zufälligerweise... Ne, ist immer noch das gleiche. Okay, Gott sei Dank. Pass auf, das macht ja jetzt gerade noch keinen Sinn. Wir müssen erstmal hier zur Weltkarte und mal schlafen. Was ist das? Wieso ist das so? Was ist denn das für eine Route hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, okay, wir haben da offensichtlich noch... Ach, wir haben die Kamera hier verpasst. Ach ja, Ja, schade. Dann werden wir das wohl nochmal nachholen müssen irgendwann. Nur jetzt gerade nicht. Na gut. Wo wir schon überall waren, ne? Krass. Also gut, hier gibt es auch ein Fotodings. Müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Wir fahren mal hier zu der Tanke und da ist dann auch gleich der Schlafplatz. Okay, und von da. Wir fahren los. Okay. Und von da können wir dann immer noch gucken, ob wir. Warte mal, wir können auch hier schlafen, oder? Ja, guck mal. Wollen wir gar nicht da hinten hinfahren? Ist doch schön. Dann. Machen wir Ruhepause gleich hier, habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich, naja. So, Ethan hat Einkommen generiert, das ist sehr schön, da freuen wir uns noch. Nochmal 2,7 von Michael, das ist ja auch schön, in Hamburg, der Gute. Ich glaube mit Lenka zusammen, Alexander, genau, Lenka konnte keinen Auftrag finden, das ist natürlich bedauerlich. Bis jetzt war sie unser bestes Pferd im Stall. Naja, dafür müssen wir 555 zahlen. Gibt es noch Aufträge? Na, Einkommen. 6.000 für John. Da können wir natürlich auch nochmal gucken, ob wir da was zurückzahlen können. John ist im Level aufgestiegen. Hervorragend. Sonst noch was? Oh, es scheppert aber ordentlich. 5.600 von Corey. Der arbeitet da bei mir in Köln. Da laufen Leute. Das habe ich noch nie gesehen hier. Das ist ja crazy shit. Dann einmal in die Bank gucken, ob wir nicht noch einen Kredit zurückzahlen können. Nee, leider nicht. Entschuldigt bitte. Echt Kratzen im Hals. 97.000. Müssen wir noch ein bisschen für sparen.
Dann gucken wir jetzt mal nach den Aufträgen. Und zwar von Kiel an nach Stockholm. Angebot läuft in 12 Stunden ab. Wir könnten das eigentlich machen, oder? Ich meine, da fahren wir bestimmt eine ordentliche Strecke, 980. Ist das hier im Preis gesunken? Achso, das geht ja auch noch. Das geht ja auch gar nicht nach oben. Örebro, Bro. Das ist fast die gleiche Strecke. Ach, das hier ist doch noch schnell. Wichtige Lieferung. Ach, wichtige Lieferung. Okay. Oh, wait. Achso, ne, das ist ja hier Türkei. Okay, schade. Kristiansand ist Norwegen. Das wäre natürlich auch schön, aber das ist 14.000. Wir haben ja gesagt, wir nehmen einfach mal größere Touren an. Das wäre schon eine sehr große Tour. Aber tatsächlich kriegen wir hier eigentlich am meisten. Dann nehmen wir den an. Komm. Lass uns loslegen. Wobei, wir bremsen nochmal eben. Ich muss nochmal gucken. Ich will halt diesen Auftrag in Pamplona unbedingt haben. Hat sich nicht geändert, oder? Komisch. Komisch. Nee, okay. Ja, dann bleibt es dabei. Sehr gut. Dann vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Hier? Nee, hier noch nicht. Das ist Supermarktparkplatz. Da wollen wir nicht hin. Biege nach rechts ab. Wir sind hier jetzt in Deutschland. Demnächst links abbiegen. Das heißt, wir haben hier deutsche Tempoverhältnisse. Biege man kennt sich halt gut ab. Aus. Ja. Das ist schon mal schön. Ampeln und so weiter. Links halten und dann links abbiegen. Sehr schön. Man hat dann doch irgendwie das Gefühl von zu Hause, oder? Mhm. Biege nach links ab. So. Jetzt müssen wir erstmal 11 Minuten zum Auftrag fahren, aber das sollte ja kein Problem darstellen. Dann holen wir uns den. Das ist ein langes Ding hinten dran. Ist sicherlich mal spannend, mit so einem ganz langen Gerät zu fahren. Waren das gerade Blitze? Hm. Bitte links halten. Ja, sorry, habe ich dich wohl ausgebremst. Oh, sorry, das war vielleicht auch wirklich blöd, ne? Fahren wir wieder rechts rüber. Aber er kommt wieder ran, er traut sich nochmal an mich ran. Na gut. Tut mir leid, das war jetzt irgendwie ein bisschen, naja, Fehlleistung. Müssen wir rechts abbiegen? Nee, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay, müssen wir. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, für 41.000 kann man schon was mitmachen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das war gelb. Biege nach rechts ab. Das war gelb. Ja, typischer IKEA. Lustig, wie sie versuchen, die Buchstaben anders, also fehlt halt ein Buchstabe, ne? Aber trotzdem bleibt der Schriftzug der gleiche. Ist schon lustig gemacht.
Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So, das schauen wir doch mal. Ich hätte gerne den teuren hier für 50.000 nach Stockholm. Den nehmen wir mal an. Zeit zu gehen. Ja, und jetzt koppeln wir den noch an und dann machen wir einen Cut. Ich werde die nächste Folge gleich hinten dran aufnehmen tatsächlich. Ihr seht die dann aber erst am Samstag. Uiuiui. So ist das Leben. Manchmal muss man auf warten. Die guten Dinge sollte man sowieso warten können. Das ist mal eine Grundregel im Leben, ja. Fahrt vorsichtig. Ja. Machen wir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.